Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic 2010 Video. Dieses Mal möchte ich euch gerne eine Alternative zum Array vorstellen. Und zwar kenne ich diese Alternative schon was länger, aber habe sie selber noch nicht so aktiv benutzt, aber bin im Endeffekt dahinter gekommen sozusagen, dass ich das dann doch besser finde, weil es auch ja, einfacher zu handhaben ist, finde ich. Oder die Verwendungszwecke jetzt halt auch wie beim normalen Array, aber der Zugriff finde ich darauf halt einfacher und auch beim letzten Bot, den ich gemacht habe, den ihr auch in dem Video sehen könnt bei mir im Kanal, da habe ich auch Listen benutzt, also List of. Und ja, ich werde jetzt einfach mal demonstrieren, wie das so funktioniert im Ganzen. Ihr deklariert halt eine Liste, so ähnlich wie ein Array, und zwar dem, ich nenne die mal LOS für List of String. Gibt auch List of Integer und so eine Scheiße. Aber ich sage jetzt erstmal LOS, dann Unterstrich oder halt nicht. Und ich nenne jetzt einfach so LOS String as new List, Klammer auf, off und dann der Typ String. So, jetzt hätten wir nämlich schon sozusagen ein Array. Was gleich schon zu Anfang auffällt, ist, dass wir hier keine Bounds angeben müssen, so ziemlich. Also die Größe des Arrays, weil wir das vielleicht noch gar nicht wissen. Das finde ich vorteilhaft oder einfacher zu handeln als wie beim Array. Wenn wir die jetzt befüllen wollen, habe ich jetzt schon meine Form hier, naja, vorbereitet. Ich habe einfach nur einen Button draufgezogen und innerhalb des Buttons wollen wir diese Liste jetzt befüllen. Das machen wir wie folgt. Wir sprechen hier mit dem Namen an, logischerweise. Punkt und schon wird Add vorgeschlagen, was auch wesentlich einfacher ist als wie beim Array. Und setzen das dann im jeweiligen Datentyp dahinter, sprich jetzt halt die Anführungszeichen für einen String, Eintrag 1 bzw. 0, sagen wir einfach mal, fügen wir mal 1, 2, 3 Sachen hinzu, 1, 2. Wenn das jetzt eine Integerliste wäre, müssen wir hier halt Integer hinschreiben. Ich würde das Prefix anpassen und dann könntet ihr letztendlich halt, wie ihr einen Integer auch deklariert bzw. eher initialisiert, könnt ihr dann ganz einfach hier vorschreiben. Das finde ich dann auch super. Ja, jetzt hätten wir die soweit deklariert, die Liste. Die wichtigste Funktion von solchen Listen ist wohl die, genauso wie beim Array auch, die einzeln durchlaufen zu können. Das geht ganz einfach. For each s-item. Also was ihr jetzt an dieser Stelle hier schreibt, ist erstmal scheißegal. Aber so kann man es halt besser ja, ins Gedächtnis rufen, damit ich das nachher beim Code durchgehen besser verstehe, was da ist. Ich könnte jetzt auch schreiben, wenn es eine Skill-Liste wäre, wo Skills drin gespeichert werden, könnte ich auch for each S wegen String und dann Skill oder einfach nur Skill, je nachdem, wie ihr das wollt. Aber ich schreibe jetzt erstmal S-Item in LOS String. So, Enter. Dann wird das nächste automatisch eingefügt. Und ja, dann sagen wir dem letztendlich, gib alles daraus an. Und zwar so. Moment, habe mich verschrieben. S-Item wollen wir angeben. So, kein Scheiß bauen hier. So, gucken wir mal, ob das alles funktioniert. Im Load wird das, ne, im Button-Click wird das noch hinzugefügt. Gibt er uns alles einzeln aus. 0, 1, 2. Eine, was haben wir noch für wichtigere Funktionen da? Ja, ich finde einfach persönlich, dieses N ist einfach viel cooler, anstatt immer diesen letzten Eintrag auszulesen, das dann Arrays. Und das dementsprechend zuzuweisen, so sagen wir dem einfach Ellen oder Edda einfach am Schluss das Ding hier hinzu und fertig ist. So, wenn wir sowas entfernen wollen, dann geht das natürlich auch. Das schreibe ich hier zwischen noch. LOS String.remove sollte es auch geben. Das gibt es zum Beispiel so direkt beim Array nicht. 0. Wenn er das findet, entfernt er das eigentlich aus der Ausführung. So. Klick. 1 und 2, was natürlich auch extrem einfacher ist als, also mir ist keine Array-Methode soweit bekannt aus dem FF, sage ich mal, wo ich jetzt sage, okay, so wüsste ich, wie man es entfernt, aber das ist ja alles relativ einleuchtend und schnell verstanden und für Anfänger deutlich besser als ein Array, finde ich. Später kommt man jedoch um Arrays so oder so nicht rum, aber es ist halt nur als Alternative anzubieten. Ja, dann hätten wir soweit das Einzelne hinzufügen, das Entfernen und den Durchlauf. Das sind wohl die drei wichtigsten Sachen. Ja, was wäre noch wichtig vielleicht? Wir nehmen einfach mal jetzt eine Listbox und ihr möchtet jeden einzelnen Eintrag aus der Listbox in dieser List haben. Natürlich auch
relativ einfach zu lösen. Ich klammer das einfach mal aus. Hier brauchen wir jetzt allerdings wieder eine Zählervariable im normalen Sinne, sage ich mal. Und zwar for i as integer gleich 0 to. UBound geht das bei der Listbox? Ich glaube nicht, da müssen wir es anders machen. Listbox.items.count. Das gibt die totale Anzahl wieder, aber die müssen wir, soweit ich das noch richtig habe, minus 1 rechnen, damit wir an den tatsächlichen Index drankommen. Für jede einzelne Listbox-Item soll in der LOS-String ein Item hinzugefügt werden, und zwar das momentane Item in der Listbox 1. Listbox1.items.item, dann die Nummer, in dem Fall unsere Zählervariable i.toString, damit es alles schön sauber ist. Ich meine, an sich ist das nicht unbedingt nötig, weil dieser Eintrag in der Listbox eigentlich automatisch ein String ist, aber wir gehen auf Nummer sicher. So, jetzt haben wir natürlich, Moment mal, jede einzelne blablabla hinzufügen. Ja gut, jetzt war das noch ein kleiner Fail für zwischendurch. Natürlich sollten wir dafür auch Einträge hinzufügen. So, jetzt haben wir 5 Einträge. Und nachdem wir die alle der Liste hinzugefügt haben, geben wir die dann aus der Liste aus, was dann wieder ganz einfach wie hier oben ist. Das kopiere ich jetzt mal, weil ich faul bin. Zack. Und so geben wir jetzt halt alles wieder aus. Klick. 0, 1, 2, 3, 4. Stimmt also. Es kommt jetzt kein Fehler. Das heißt, wir haben uns mit dem Index hier nicht vertan. Ich denke mal, das ist so ziemlich die wichtigste Funktionsweise von einer List. Of Type. Der Type gibt natürlich halt die Variablenart darin an, aber das ist, denke ich, klar. Wenn noch Sachen gewünscht sind zum Thema Listen, dann bitte ich euch, die zu äußern. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, die Stimme war diesmal einigermaßen besser, obwohl ich das Mikrofon noch ganz, noch nicht richtig konfiguriert habe, sage ich mal. Ich werde da bestimmt nochmal dran rumtüffeln, also hoffen wir das Beste. Dann bis dann und Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüssi.